Hallo, herzlich willkommen. In dem Video machen wir weiter mit unserer Unterreihe mit den Aufgaben von App und CodeSignal. Und hier in diesem Video ist die Aufgabe, dass wir irgendeine Sequenz oder eine Reihe gegeben haben mit Zahlen. Hier ist zum Beispiel 1, 3, 2, 1. Und jetzt sollen wir unterscheiden, ob diese Reihe streng monoton wachsend ist, also fast streng monoton wachsend. Heißt, ein Element davon herausnehmen und dann muss es streng monoton wachsend sein. Hier in diesem Fall wäre es nicht streng monoton wachsend, weil egal welches Element wir rausnehmen, wird streng monoton wachsend. Hier in diesem Fall wäre es streng monoton wachsend, weil wir können einfach die 2 am Ende rausnehmen, dann haben wir 1, 3. Wir können die 2 rausnehmen, 2, das wäre wachsend. Unser Vorgehen in dieser Aufgabe ist, dass wir zuerst einmal versuchen, ob eine Reihe und wachsen ist, wenn wir noch kein Element rausnehmen. Und das machen wir, indem wir durch jedes Element durchgehen und dann die zwei benachbarten miteinander vergleichen. Durch jedes Element durchgehen heißt, wir machen eine Vorschleife. Wir nehmen den Index i und wir sagen, i soll in dem Bereich von dem Anfang bis zum Ende von der Sequenz laufen. Am Ende der Sequenz bekommen wir einfach mit Length von der Sequenz. Schließen wir am Ende schön ab. Und wenn das für jedes Element geklappt hat, dann können wir am Ende Return True machen. Und jetzt müssen wir überprüfen, ob unsere benachbarten Elemente von der Sequenz auch die gewollte Eigenschaft haben, also dass sie monoton wachsend sind. Und das machen wir einfach, indem wir das Element an der Stelle i mit dem Element an der Stelle i plus 1 vergleichen. Wenn das der Fall ist, dann machen wir erstmal nichts. Nothing. Aber wenn das nicht so ist, dann wollen wir Return false machen. Also wir gehen jetzt hier durch die Indizes der Sequenz durch und schauen immer, ob das eine kleiner ist als das nächste. Und wenn es so ist, machen wir nichts. Wir einfach den nächsten. Und sonst können wir false, wenn es einmal falsch ist, dann können wir schon wachsen. Hier ist noch wichtig, dass wir hier, wenn wir durchgehen, nicht durch alle durchgehen, weil wir hier i plus 1 haben, wir einen Out-of-Range-Index bekommen, weil wir ja immer, wenn wir hier das letzte i hätten, würden wir das letzte i plus 1 und dieses Element gibt es nicht. Das können wir jetzt laufen lassen, dann würden wir sehen, dass wir nicht alles richtig haben, aber manche, die schon nur streng monoton sind, werden wir hinbekommen. Das heißt, jetzt bekomme ich hier einen Fehler, weil hier eine einstellen muss, weil von 1 bis Length Sequence minus 1 geht. Okay, dann schauen wir uns jetzt den Else-Fall noch genauer an. Wir dürfen ja einmal falsch liegen. Das heißt, wir können das hier oben schreiben. Schreiben einmal, also wenn es still okay ist, können wir als unseren Joker nehmen. Und das setzen wir am Anfang erstmal auf True. Und jetzt können wir in dem Else-Fall sagen, if still okay, also am Anfang ist es True. Und wenn es nicht still okay ist, dann wissen wir, wir wollen auf jeden Fall einen False return. Wenn wir unseren Joker benutzt haben, dann wird auf jeden Fall False zurück. Den Joker benutzen wir. Also müssen wir dort auf False setzen. Und nun müssen wir uns verschiedene Fälle anschauen. Wir können zum Beispiel das erste Element auslassen, das letzte Element auslassen oder irgendwo zwischendrin. Also machen wir zuerst das erste Element auslassen. Also wenn i gleich 1 ist,
Oder das letzte Element auslassen. Wenn i gleich Length von der Sequence ist. Length. Beziehungsweise wir machen das noch nicht und schauen erst mal jetzt an, ob noch alles falsch ist und dann sehen wir, erst das letzte Element auslassen müssen. Also wir lassen es laufen. Haben jetzt einmal hier, dass es still okay ist. Und haben schon 16 Tests richtig. Und jetzt gucken wir uns das an. Ja. 2, 3. Wir haben das erste und letzte Element, da werden wir gleich drauf kommen. Im ersten anderen Fall können wir uns wieder an. Wir haben jetzt 1, 2, 1, 2. Und hier ist alles okay, hier ist auch alles okay. Und dann sagen wir, wenn wir bei dem Element sind, okay. Einmal okay, also wenn wir die beiden hier vergleichen, das ist einmal okay. Und dann sind wir bei diesem Element hier. Und dieses ist ja wieder 1. Dann sagen wir, okay, 1 und 2 ist auch okay. Das heißt, wenn wir hier mittendrin das aktuelle und das nächste anschauen und das hier weglassen, dann müssen wir beim nächsten Mal über diese 1 drüber springen und davor noch diese 2 mit dieser vergleichen. Das heißt, wenn wir diese 1 hier weglassen, dann müssen wir auf jeden Fall dieses Element mit dem nächsten Element vergleichen. Gucken, ob das da die größte Beziehung auch gegeben ist. Also wir müssen das mit dem nächsten vergleichen. Aber davor müssen wir noch fragen, ob unser i kleiner ist als also dass wir nicht in Out of Bounds Error haben. Also i kleiner als Length der Sequence sein. Und auf jeden Fall kleiner als Length der Sequence sein, also es muss hier sein, aber es muss noch kleiner als auch noch sein, das muss sein, das hat 1 machen. Also wenn es nur kleiner als Length der Sequence sein müsste, wären wir hier, weil das ist im vorletzten, aber wir vorletztes haben, müssen wir 1 machen. Und wenn das gilt, ist es kleiner als Length der Sequence 1 ist, dann können wir das hier überprüfen, ob das gilt, also dass das aktuelle kleiner ist als das drüber gesprungene, das nächste. Und wenn das der Fall ist, dann machen wir eine Jump-Variable, das ist true. Und hier oben sagen wir, okay, wir wollen ein Element. If, dann der Jump gleich false, weil wir wollen ja nur einmal überspringen. Dann in new and okay. Kurz erklären, warum wir das machen. Also, wenn wir hier sind, wenn wir dieses Ding hier weglassen wollen, dann brauchen wir beim nächsten Mal nicht mehr das hier mit dem hier vergleichen, da wir diese da weglassen. Aber bei diesem Mal müssen wir das hier mit dem hier vergleichen, weil es muss ja gelten, dass wenn wir diese Zahl hier weglassen, dass dann auch noch diese und diese Zahl hier im Monat schon
wachsen haben. Und wenn das nicht gilt, wenn diese Bedingung nicht gilt, dann haben wir hier einmal falsch und hier mit dem haben wir auch noch falsch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nicht nur einmal unseren Joker benutzen, sondern zweimal. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall falsch drücken. Okay. Jetzt können wir anschauen, ob wir gedacht haben, auch funktioniert, also ob der dritte Test funktioniert. Und wir sehen, warten, dass wir einen Fehler haben, denn Jump ist nicht definiert. Hier ein Jump ist gleich false, wir wollen am Anfang nicht springen. Dann das nochmal laufen lassen. Und sehen, okay, der dritte Test, den wir gerade angeschaut haben, der funktioniert wunderbar. Kommt false raus, wie erwartet. Aber der zweite Test, der funktioniert nicht mehr. Hier sehen wir, hier können wir einfach die letzte Zahl weglassen und dann funktioniert. Das heißt, wenn die gleich Length des Sequences 1, also wenn wir gerade diese beiden vergleichen und unseren Joker noch nicht benutzt haben, können wir einfach nichts tun, weil das ist okay. Nothing. Und dann müssen wir aber hier ein else-if reinmachen. Weil wenn wir unseren Joker, also wenn wir hier schon einmal einen Joker benutzt haben, dann geht mit dem da ist okay. Dann wollen wir nicht noch sehr abfragen. Und jetzt können wir gucken, ob der zweite Test auch läuft. Der zweite Test ist durchgelaufen, das funktioniert. Jetzt müssen wir uns den dritten Test anschauen. Okay, wir können auch einfach die erste Zahl weglassen. Das heißt, wir können den Joker auch für erste Zahl benutzen. Das heißt, wenn i gleich 1 ist, dann machen wir auch nichts. Wir sind hier in diesem if-Fall drin, kommen auf jeden Fall hier in den else-Fall rein. Hier benutzen wir unseren Joker. Das ist ein Fall, den wir abdecken wollen und dadurch kommen wir dann nicht in die Else-Fall. Laufen lassen. Dann sehen wir, okay, der siebte hat auch funktioniert. Jetzt an. Da, wo wir die 10 am Anfang weglassen, das hat funktioniert. 13 Test an. Hier 1, 2. 5, 3, 5. Das heißt, hier das letzte könnten wir weglassen, aber das ist. Wir könnten auch einfach die weglassen. Also, das hier mit dem hier verglichen funktioniert, der mit dem hier funktioniert, aber das hier mit dem hier funktioniert nicht. Und wenn wir das hier dann rausnehmen, also die 2 rausnehmen, dann können wir 5 nicht vergleichen. Das heißt, wir müssten die 5 rausnehmen. Und die 5 müssen wir rausnehmen, nicht bei dem Vergleich, sondern bei dem Vergleich hier. Bei dem Vergleich 5 mit 3. Da müssen wir aber überprüfen, ob die 3 größer ist als das davor. Ja. Das heißt, wir machen einen anderen Oder-Fall. Hier. Also. Wir wissen schon, dass i nicht mehr 1 ist, weil sonst gleich 1 wäre, dann wären wir schon da drin, dadurch, dass wir ein Oder haben. Das heißt, wir können auf jeden Fall die 5 weglassen und das mit dem vorherigen überprüfen. Das heißt, wir können die 2 mit der 3 überprüfen. Das heißt, wir prüfen. Das vorherige, also gerade hier bei der Stelle 5, wenn das vorherige kleiner ist als das nächste, dann können wir auch einfach weglassen, nichts tun und das
lassen wir es laufen. Und jetzt haben wir alle Tests richtig. Wir gucken uns dann den 13. Test an. Jetzt an der Stelle hier, bei der 5 waren, haben wir diese Zahl mit dieser Zahl überprüft. Und es hat funktioniert, also können wir einfach die integrieren und unseren Joker verwenden. Damit haben wir auch für diese Sequenz gelöst. Insgesamt können wir dann submitten und schauen, ob es funktioniert hat. Und wir sehen, alles ist richtig. Also haben wir diese Aufgabe gelöst. Hier nochmal kurz drüber gehen. Also wir haben hier unseren Joker. Setzen wir am Anfang als true, also wir können einmal falsch meinen. Dann haben wir unsere Jump-Variable. Damit alle jumpen können hier, in diesem Fall hier. Weil wir ja das aktuelle mit dem bei drüber vergleichen und dann das nächste auslöschen. Das heißt, wir müssen nicht mehr vergleichen, sondern können wir jumpen. Dann gehen wir hier mit der Vorschleife durch alle durch. Jetzt gucken wir, ob wir genau in diesem Fall sind, wo wir jumpen können, also wenn wir hier drin gelandet sind. Ja, einmal jumpen, in diesem Continue. Kann ich nur sagen, brechen wir nicht ab, aber wir gehen aus. Hier, wir hier weiter in die Vorschleife und erhöhen die 1. Dann machen wir weiter, das heißt, 30 Sekunden wird nicht ausgeführt. Dann gucken wir insgesamt, ob kleines Accessibility 1. Wenn das so ist, machen wir nichts. Wenn das nicht so ist, gucken wir, ob wir unseren Joker noch haben. Wenn wir unseren Joker nicht haben, sagen wir okay, dann false, wir haben schon zweimal. Ja, wenn wir ihn haben, müssen wir gucken, ob der Joker false ist, weil er einmal benutzt ist. Und jetzt gucken wir uns die verschiedenen Fälle an. Der Joker auch genutzt werden kann, also genutzt werden kann, wenn wir ganz am Ende sind. Oder wenn wir ganz am Anfang sind. Oder wenn wir die aktuelle Zahl auslassen, das heißt, wir gucken die Zahl davor an und die Zahl danach. Da müssen wir nichts tun. Dann gucken wir an, ob wir die aktuelle Zahl mit der nächsten Zahl vergleichen können und dann die nächste Zahl auslassen können. Deshalb machen wir das Amt. Auslassen kann. Und aber dafür müssen wir eine übernächste Zahl haben, das geben ab. Und wenn diese alle Möglichkeiten nicht gehen, dann können wir unseren Joker nicht benutzen. Gehen wir false zurück. Wenn wir unseren Joker damit benutzt haben, dann ist der Locator false. Also gehen wir hier in den Else-Fall rein, geben false zurück. Und wenn das alles funktioniert hat und wir kein false der Funktion abgebrochen haben, dann haben diese Aufgabe damit gelöst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal.